Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon Masters Online. Wir sind immer noch in der Digi-Welt bei Western Village. Ich habe offscreen, das ist schon jetzt ein bisschen länger her, ich hoffe, dass ich nichts Falsches sage, habe ich eben Zeugs weggebracht und ja, bin dann noch mehr hingerannt, um diese Armadillomons oder Digimons Backskin? Ja genau, Backskin-Quest da zu erfüllen. Oh, und ich bin anscheinend ein bisschen müde. Aber gut, dass ich hier irgendwo... Oh, ich habe kein Brot. Das ist natürlich super, denn wie man sieht, ich bin jetzt gerade müde, deswegen kniet er auch so behindert. Da kennt man oben links an der Leiste, da die orange ist. Und ja, wenn man müde ist, passiert Folgendes, man rennt ultra langsam. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Das passiert, wie gesagt, habe ich schon erklärt, wenn man ja zu lange in der Wildnis rumrennt. Und sobald man dann halt in die Stadt geht oder ein Brot isst, füllt sich das wieder auf. Aber ich glaube, Erschöpfung füllt sich niemals durch Brot auf, oder? Oder doch? Ich weiß es nicht mehr genau. Das weiß ich nicht mehr genau. Okay, dann gehen wir jetzt hier ab und gehen dann so schnell wie möglich wieder zurück. Okay, Akihiri Kurakiti. Übrigens, wenn man so schwach ist wie ich jetzt gerade, also wenn man so müde ist, dann sollte man auch nicht gegen Digimon kämpfen, weil dann ist der Digimon auch schwächer und man verliert eher. Und ich glaube, ich werde jetzt mal vorspulen, bis ich da hinten bin, weil das ist ja richtig eklig. Ich finde nämlich, oh, da hat jemand ein seltenes Digimon gehabt. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, Kudamon oder so. Hat dabei gestanden, aber ich war zu scheiße, um das zu sehen. Ich bin endlich da und jetzt müsste sich so langsam dann auch gleich wieder oben die Leiste auffüllen. Ich wollte noch was sagen, genau, zu dem Gatomon. Nämlich viele haben gesagt, oh, da ist ein Hyandromon, fettes Digimon, das haben die aber nicht gesagt. Sondern viele haben gesagt, dass ich das Gatomon vermutlich erst sehr spät bekomme und da das auch sauschwer zu hatchen sein soll. Nämlich, ich glaube, 8 Beast-Daten pro Mal dafür. Glaube ich, oder? Ja, ich glaube schon. Wird das wohl eher nicht funktionieren mit dem Hatchen. Und ja, ich sollte halt ein bisschen warten, bis ich das mache, weil ganz einfach das sonst ein bisschen schwer ist. Und ich glaube, ich kann auch erst... Also die Gatomons, die da sind, sind glaube ich Level 36. Und naja, mein Falcomon ist erst Level 20 und das könnte ein bisschen dauern. Ich bin gerade überlegen, soll ich vielleicht die Monsterkarte einsetzen? Obwohl, die beschwören Monster von Level 21 bis Level 30. Naja, das ist zu stark noch. Das ist noch zu stark. Denn da kommen ja mehrere Monster raus. Und das ist eigentlich Verschwendung, wenn man dann nur gegen ein Monster kämpft. Besonders, weil die halt gute Items fallen lassen. Und leider ist hier immer noch kein Lager. Wie ich jedes Mal aufs Neue feststellen muss. Aber ich glaube, ich öffne jetzt einfach mal hier diese Box. Oder? Ja, komm. Oh, schon wieder so ein scheiß Mysterious Fruit. Die braucht doch keiner. Gut, ich guck gerade, ich probiere das jetzt mal mit dem Brot aus, ob man sich davon eins kaufen kann. Hier scheinen auch keine Hauptquests mehr zu sein, das heißt, ich könnte weitergehen. Ich kaufe mir jetzt einfach mal hier so ein Teil, um zu testen, ob das geht. Und? Ne, bringt nichts. Okay. Dann füllt das nur auf, was man verloren hat, aber es ist ja so, man verliert da oben die Leiste und es geht noch so, dass diese Leiste sich komplett auflöst. Wenn die sich komplett auflöst, kann man die nur mit so komischen Energiepillen auffüllen. Die sind aber so selten und die kann man, glaube ich, auch nur in diesem Shop hier kaufen. Ich wollte auch noch was nachgucken. Und zwar haben die auf Twitter oder so geschrieben, die Leute, die das hier machen, dass da jetzt irgend so ein Sonderangebot ist. Bei irgendwelchen Digi-Eiern. Ah, hier. Tragmon Digi-Egg und Betamon Digi-Egg und Solmon Digi-Egg. Ah ja, okay, hier sind die überall. Kosten 10 Punkte, das ist relativ billig. Schade, dass da kein Gatomon oder so dabei ist. Ist hier überhaupt irgendwo ein Gatomon? Da ist ein Black Gatomon, aber das will ich nicht, das wird zu... Lady Devimon, Terriamon. Hier sind ganz schön viele coole Digimon dabei. Da ist ein Gatomon. Also ein Salamon Digi-Egg, aber halt, ja, Gatomon-Version. Da ist ein Gomamon. Übrigens, wenn man sich hier die Digi-Eier kauft, ihr denkt euch jetzt bestimmt, warum ist das so scheiße teuer? Wenn man sich hier die Digi-Eier kauft, die sind so wie so ein Event-Digi-Ei, also wie dieses Bertramon-Digi-Ei, was ich bekommen habe, oder Biomon-Digi-Ei. Die, hatchen nämlich bis zu einer bestimmten Stufe auf jeden Fall. Wenn man zum Beispiel jetzt hier drauf geht, da steht hatched randomly to Evolutionsphase 3 bis 5. Also kann das sein, dass wenn ich das kaufe, das automatisch bis Stufe 5 hatchbar ist, ohne dass er kaputt geht. Du brauchst dann halt nur noch die Daten, aber du hast dann die Sicherheit, das geht nicht kaputt. Und bei diesen ganzen Digi-Eiern, die du da kaufen kannst, die gehen auf keinen Fall kaputt, weil die von Stufe 3 bis Stufe 5 gehatcht werden. Und ja, ein Digi-Ei braucht ja minimal 3 Hatch-Vorgänge und dann kannst du ausbrüten lassen. Ja, und deswegen, da wäre auch andererseits ein bisschen scheiße, weil 70 von diesen Punkten ist in echt, glaube ich, auch relativ viel Geld, weil das sind ja echte, also das ist ja echtes Geld, was du da bezahlen musst.
Oh, da ist ein Wraithmon. Guck mal, Falcomon, so weißt du auch. Guck dahin. Oh, ich brauche unbedingt ein Lager oder so. Ich habe auch schon wieder 16M. Boah, das mit dieser Chicken-Kombo regt mich irgendwie auf. Tauschst du da 800 von den Dingern ein und dann kriegst du erstmal ein Chicken-Kombo davon. Das ist gar nicht eine Verarsche. Aber ich meine, die füllen auch relativ viel auf für den Anfang. Aber später kann man die in diesen Läden da, halt wo die anderen Leute Sachen verkaufen, für um die 500 Bytes kaufen. Und das ist eigentlich nicht gerade so viel, wenn man bedenkt, wie viel man dafür sammeln muss. So, dann gehen wir mal auf die Suche nach neuen Quests. Vielleicht haben wir das Glück und bekommen nochmal ein Digi-Ei. Wäre eigentlich ganz lecker. Was war das gerade für ein Geräusch? Ich glaube, da war Leo. Was will mich töten? Oh nee. Ich sehe schon hinten das Feuer. Ganz hinten in der Ecke. So, jetzt sind wir da. Ich musste noch gerade eben, wie man vielleicht bemerkt, den Channel wechseln, weil der abgekackt ist. Und was gibt's hier so Neues? You found me at last? Okay. Hi. Okay. You're always late. Kiwimon Spation. Bring 8 Beast Samples vom Kiwimon. Okay. Jetzt müssen wir also Kiwimon Spation. Was ein arroganter Plan. Red Vegimons. Soll ich den auch noch machen? Ja, komm, 2M ist ganz schön viel. Ihr habt übrigens auch geschrieben, dass man... Also, dass es jetzt weniger Quests gibt insgesamt durch dieses Update, aber dadurch, dass es weniger Quests gibt, sind die Quests, die man erfüllen kann, die geben mehr Geld. Und diese Keramon, die da rumgammeln in Yokohama Village, die sind irgendwie ein bisschen verbuggt und die geben einfach total viel von den, also die Digi-Eier von denen geben ja 300. Ich habe mich ja schon gewundert, wo das herkommt. Und die geben einfach 300 und ja, das ist, weil ja, die einfach, keine Ahnung, ein bisschen verbuggt scheinen und viel zu viel Geld droppen lassen. Und wenn man die also farmt, kann man dadurch richtig viel Geld bekommen. Nämlich erstens durch das Scannen der Digi-Eier und zweitens durch das Verkaufen der Digi-Eier, wenn die welche fallen lassen. Also diese Mercenary Digi-X. Ich muss jetzt Beast-Sample von Kiwimons holen. Die dürften eigentlich gar nicht so weit weg sein. Ah, super. Dann rennen wir mal 300.000 Kilometer nach da. Yay! Okay, da ist auch schon das erste Kiwimon, aber eine Variation, die würde ich jetzt nicht besiegen. Wo ich könnte ja eigentlich mal probieren. Oh Gott, Beutraumon, geh weg. Digitier, Falcomon. Noch 5 Level. Dann kann es nochmal digitieren. Mein Auge juckt gerade irgendwie ultra. So, während der den da angreift, kann ich ja mal kurz halt gucken. Oh, ich kann nochmal skillen. Cool. Habe ich mir doch gedacht. Okay, ich glaube aber, ich muss normale Kiwimons besiegen. Weil sonst bekomme ich die Daten dann nicht. Ich glaube, man muss hier zuerst normale Digimon besiegen und danach die mutierten. Und ja, das sind dann die Tollen abwechslungsreichen Quiz. Ja, was besiegt ihn? Ihr hattet auch übrigens in die Kommentare geschrieben, das hatte ich auch irgendwie schon voll verdrängt. Ich weiß gar nicht warum. Ist das ein gutes Digi-Ei? Nö. Ich weiß gar nicht, warum ich das verdrängt hatte, aber ihr hattet ja geschrieben und ich war auch schon auf die Idee selbst gekommen, bevor ich das Let's Play angefangen habe. Nämlich so ein paar Livestreams hiervon zu machen, wo ihr dann mitspielen könnt. Aber irgendwie habe ich da nie dran gedacht mehr. Der ist voll dumm. Denn das ist eigentlich eine richtig coole Idee, weil bei dem Spiel, also allgemein bei so Online-Spielen, kann man natürlich super gut machen. Okay, das ist ein derber Fight, würde ich einfach mal behaupten. Ich bezweifle, dass wir auch irgendwann mal so stark sein werden. Wie stark sind denn die Digimon von denen? Oh nein, ich will dahin. 90. Der vermutlich auch. Oh, 70, okay. Deswegen hat er auch ein bisschen mehr Probleme mit dem Vieh. Ah, ob der das schafft, Ich weiß es nicht. Ich sollte aufhören, dazu zu gucken. Das ist ein bisschen stalkerhaft. Boah, das sieht doch cool aus. Der kämpft gegen 2 von denen. Der ist immer richtig badass, ey. Ich will mitmachen. Was ist das denn für ein Vieh? Ach, und das ist ein Wraithmon. Ups, Falcomon, ich habe gerade deinen Vater beleidigt. Entschuldigung. Da, Kiwimon. Kann ich bald mal wieder digitieren? Nö, super. Dann fresse ich halt das da. Eine Attacke! Übrigens, wenn dann sowas mit einem Livestream kommt, dann kündige ich das natürlich vorher an. Da müsst ihr jetzt nicht irgendwie 1000 Mal nachfragen. Wenn sowas kommt, dann ja, mache ich ein Infovideo dazu und gebe die genaue Zeit an, wann der Livestream stattfinden wird. Vielleicht nehme ich das dann auch auf, ich weiß es nicht. Kommt drauf an, wie gut dann mein PC funktioniert und ob der das hinkriegt, alles gleichzeitig zu machen. Ich habe übrigens gerade eben voll Glück gehabt. Denn ich habe schon gedacht, ich müsste mir einen neuen PC kaufen oder überhaupt mal eine neue Festplatte, weil meine Festplatte sich irgendwie von selbst vollgemüllt hat mit irgendwelchen Scheißdaten. Ich wusste nicht, wo die herkommen. Ich habe mir nichts runtergeladen und trotzdem war meine Festplatte total voll.
Und dann habe ich mir schon gedacht, scheiße, was mache ich jetzt? Ich kann ja gar nichts mehr aufnehmen und rendern, weil das Rendern ist natürlich auch super langsam, wenn ich jetzt, wenn die Festplatte extrem voll ist. Und dann habe ich so einen komischen Ordner gefunden, der von einem Renderprogramm oder von mehreren Renderprogrammen erschaffen wurde, sage ich mal. Und da wurden total viele komische kleine Scheißdateien gespeichert. Das waren, ich glaube, über 20.000 im Endeffekt. Und ja, das waren dann mal eben so 37 GB, die da drauf waren. Und den habe ich dann komplett gelöscht. Und das waren halt nur so Zwischenspeicherdateien von dem Renderprogramm. Und die habe ich gar nicht gebraucht. Habe die dann gelöscht und jetzt habe ich natürlich wieder 37 GB frei. Das ist super cool. Jetzt muss ich mir erstmal keine Sorgen mehr machen. Geil ist auch, ich habe davor voll viele wichtige Programme gelöscht. Ich mir so gedacht habe, boah, die nehme ich mit voll viel Speicherplatz weg. Und dann hatte ich im Endeffekt so 2 GB mehr. Das hat sich natürlich super gelohnt. Aber habt ihr gesehen, wie ich das noch voll skillig vorher eingesetzt habe? Ja, wahrscheinlich nicht. Cool ist natürlich, wenn man so eine Vitaminpille nimmt, dann wird die Dings von Falkoman auch aufgefüllt. Das ist natürlich sehr praktisch. Wie viel brauche ich denn noch? Okay, nur eins. Ich weiß gerade nicht, ob das eine gute Idee war, das mit den Red Veggie Monster auch noch anzunehmen. Wow, das ist ganz schön nervig und langweilig. Und? Yes, geschafft. Wie viele von diesen January-Teilen habe ich eigentlich schon? Okay, 31. Das ist jetzt nicht gerade so viel, aber man muss auch bedenken, ich spiele außerhalb der Aufnahme nicht. Ich könnte noch hier die Quest erledigen, indem ich schnell zur Sandfall-Area gehe. Ich weiß nicht, wo das sein soll. Ich würde sagen, ich renne einfach mal dahin, wo die Red Veggie-Mons sind. Vielleicht renne ich dann da aus Versehen vorbei. Mit ein bisschen Glück. Hier sind überall Lieder, die will ich jetzt nicht. Das ist ein Deutschraummann, was voll gegen den Steiner geflogen ist und jetzt irgendwie gestorben ist.